Es ist soweit. Im letzten Livestream ist es dann endlich soweit gewesen. 300.000 Euro auf dem Konto. Jetzt heißt es endlich weitersparen. Ja, wie auch in den letzten Videos schon und im Livestream mehrfach gesagt, 300.000 ist zwar eine schöne Basis, aber das bleibt natürlich so lange auf der hohen Kante, bis das passende Fahrzeug da ist. Wir brauchen noch einen richtig guten Traktor mit mindestens mal so 300 PS. Und dementsprechend brauchen wir auch ein bisschen Cash auf der Tasche. Und jetzt heißt es, wir denken uns einfach mal die 3 hier da oben weg. Wir haben 26.000. Oh mein Gott, wir haben nur 26.000. Da müssen wir aber mal ein bisschen Gas geben. Wir brauchen ein wenig mehr Cash in der Tasche und wir müssen ein paar Aufträge machen. Und nachdem wir im letzten Video Kartoffeln geerntet haben und im letzten Livestream Kartoffeln geerntet haben und oh boy, so langsam kann ich auch die Kartoffeln nicht mehr sehen. Das ist ja auch wirklich eine Qual. Gehen wir heute nochmal rein ins Grubbern. Wir haben ja gesagt, Ziel des Monats, des gesamten Monats, der ja jetzt gerade noch läuft, waren die 300.000. Der Monat, wir haben 14 Uhr, ne, bis abends ist dann irgendwann so der Monat oder so, bis nachts, ein Tag lang sozusagen, ein Monat. Und wir haben jetzt hier den halben Monat sozusagen rum. Und das bedeutet, in der Zeit jetzt, wir haben jetzt noch einen halben Tag, können wir natürlich noch ein bisschen was leisten. Und dazu zählt nicht, dass wir sowas hier machen. Was ich im Livestream heute noch gehört hatte, und das wäre natürlich nochmal einen Test wert, dass man zum Beispiel die Karotten wohl auch ernten kann mit diesen Erntern hier. Diesen. Ob das so soll, ob das so ist. Wenn das so ist, wäre das wahrscheinlich nicht so schlecht. Ob das so sein soll? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, ich könnte das natürlich mal testen. Wenn das so ist und ich könnte tatsächlich hier Karotten und sowas mit dem normalen großen Ernter hier ernten, dann wäre das natürlich absolut nicht im Sinne des Erfinders, aber durchaus eine Option, mal eben da schnell drüber zu brettern. Das ist natürlich was anderes, wenn man mit so einem riesen Schnittwerk hier, wenn man da mal eben 8 Reihen gleichzeitig oder mehr wegsemmelt, anstatt eben mit dem Originalgerät 4 Reihen im Slow-Mode durchzieht. Also, das ist natürlich so ein Ding in einem. Jetzt hadere ich natürlich. Mache ich solche Aufträge oder gehe ich einfach nochmal eben rein ins Grubbern? Denn auch das sieht ganz interessant aus. Hier könnte man sich schön das Gerät nochmal ausleihen und dann eben hier mal eben ratzfatz über das Feld grubbern. Ich gucke mir das mal eben alles an und dann überlege ich auch, was lasse ich vielleicht doch noch ein paar Helfer machen? Also, wir investieren jetzt ein wenig noch ein bisschen rein in die Helfer, in alle Aufträge sozusagen. Mal gucken, was sich lohnt an Aufträgen, die man mal eben schnell erledigt. Vielleicht sogar noch hier diese ollen Pflügeaufträge. Einmal ausleihen. Guck mal hier, das ist genau das gleiche Gerät und das günstigste wäre hier für 133 Euro. Hätte ich quasi alles ausgeliehen und könnte das ja dann einen Helfer machen lassen. Und genauso vielleicht auch hier mit meinem Gerät. Ich habe ja einen Traktor und auch einen Grubber. Vielleicht lasse ich einen Helfer zum Beispiel hier ein Feld grubbern. Und noch einen zweiten, die großen Felder grubbern. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich dann nochmal ums Düngen und so weiter und so weiter. Ich gucke mir das mal eben an und dann gehen wir da mal schön rein und dann gucke ich mal, welche Aufträge wir noch alle erledigen können. Und das alles noch in diesem Monat zu dieser Zeit. Also jetzt hier in den letzten Stunden des Tages. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen was ausgeliehen. Damit das auch wunderbar funktioniert, brauche ich natürlich Geräte. Das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen Schlepper, einen Pflug, dann noch ein Gewicht,
Da noch ein Schlepper, noch ein Pflug, noch ein Gewicht, dann noch einen Monster-Truck. Ich will auch so ein Ding, Alter. Einen dicken, fetten Monster-Grubber oder was das auch ist. Und das Ganze nochmal, Alter, der ist aber auch cool, ey. Deutz-Fahr, Alter. Oh boy, ey. Extra hier noch so einen kleinen Kasten da drauf, wo dann immer die ganzen Köder drin sind, wenn er mal eben unterwegs angeln gehen will. Da ist das dann, das ist dann die Köderbox. Nicht schlecht, hat er immer direkt mit dabei hier. Also, abgefahren. Das ist jetzt erstmal der Anfang. Ich hatte Angst, dass das hier zu voll wird. Ich setze jetzt die ganzen Maschinen erstmal ein. Ich habe jetzt hier die ersten Aufträge drin. Düngen mache ich gleich selber mit dem eigenen Gerät. Grubbern, grubbern, pflügen, pflügen, pflügen. Und wenn das gleich alles erledigt ist, geht's weiter. Ich gucke mir das nochmal gleich an mit diesem Teil. Wenn das nicht klappt, wird es einfach abgebrochen. Ich hatte das ja im letzten Video schon probiert, ob das oder ob das hier nur ein Anzeigefehler ist. Hier, nee, ist es nicht. Wenn man das hier quasi ausleiht, kommen tatsächlich diese Geräte. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich mit den Geräten trotzdem die Karotten ernten? Wäre halt geil, weil das natürlich ganz anderes Tempo ist. Ja, wir fangen mal an mit den Aufträgen. Ich platziere erstmal alles, wo es hingehört. Und dann legen wir richtig los. So, zweites Gerät. Einmal hier alles anhängen. Fertig machen fürs Pflügen. Also der Pflug mal eben hinten dran. So, zack, das kleine Gewicht. Alter, was ein riesen Unterschied, ne? Diese kleinen Traktoren hier im Vergleich zu diesen riesen Dingern. Ist das der Hammer, ey. So, der kommt jetzt aufs nächste Feld. Feld 78, das ist das hier. Ich fahre hier einfach mal nur direkt ran. Und stell hier sofort den Helfer rein. Zack. Und ich hoffe, der macht das. Der wird er schon machen. Ich werde mich um nichts kümmern. Na, vielleicht sollte ich mal gucken. So, jetzt haben wir hier den Helfer drin. Ja, und der Helfer zieht durch. Okay, nächstes Gerät. Alter, ist das eine Monstermaschine. Ist das ein Monster. Okay, der zieht natürlich einiges hier von der Butter. Alter, der schnorchelt hier alleine, ey. Krass, krass, krass. Hammer, hammer hart, Alter. Der New Holland, ey. Alrighty. Abfahrt, der geht jetzt auf den großen Acker. So, nochmal ein bisschen korrigieren hier. Feld 32 sind wir jetzt hier. Komplett ausfahren. Ist das... Der Hammer. Ja, Mann. Sowas will ich. Ja. Ist das der Hammer. Das ist ja krass. Und senken. Und er zieht das hier trotzdem durch. Ne? Das ist ja einfach der Oberburner. Er zieht das hier einfach durch. Der hat gar kein Problem damit. So, Helfer aktivieren. Der Helfer geht jetzt hier schön in die Bahn, zieht durch. Okay, Helfer deaktivieren. Nochmal eben so ein bisschen hier rüber. Nochmal eben korrigieren. So einen ganzen. Also ich werde wahrscheinlich mehr als genug Fläche frei haben. Aber ich will ja, wenn, dann sollte das ja schon so einigermaßen richtig sein, ne? Also lieber im Nachhinein zu viel übrig, als wenn auf einmal ein bisschen was zu viel fehlt oder so. Alter, der ist aber eierig, ey. So, jetzt runter damit. Rein da. Helfer aktivieren nochmal. Jetzt fährt er so ein bisschen mehr rüber. Okay, jetzt fährt er komplett besoffen. Ja, es ist nicht so einfach, ne, mit guten Helfern. Aber ich glaube, die werden das schon gleich hinkriegen. Und jetzt heißt es gleich wieder extremes Helfermanagement. Doch, jetzt klappt's. Ja, jawohl, jetzt zieht er gut durch. So, Moke wie dat.
Sehr gut. Alter, was ein Riesenteil. Zuletzt noch die Sorghum, hier ist sie hier abgeerntet. Jetzt heißt es schon, schön alles wieder glatt machen. Unterarbeiten. Jetzt der nice Deutz Fahr Design Traktor. Gleiches Dingen. Gleiches Feld. Gleiches Feld, schneller fertig? Nee, anderes Feld. So, und zwar das Feld, wo wir zuletzt die Kartoffeln geerntet haben. Dann geht's hier weiter jetzt. Und weißt du was? Ich glaube, ich lasse das mal quer machen. Denn auf den schmalen ist mir da sonst immer, da sind mir immer die Sachen hier im Weg. Ich lasse das jetzt hier einfach mal quer bearbeiten. Mal gucken, ob der Helfer damit klarkommt. Zack, Helfer aktivieren. Er lässt automatisch runter. Er zieht rein und zieht jetzt so durch. Tipptopp. Und an den breiten Seiten ist ja viel mehr Platz zum Wenden. Er muss zwar mehr wenden, kann er gerne machen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Rest. Zum Beispiel um ihn hier. Er muss pflügen. Den haben wir noch gar nicht. Und den stellen wir... Oh, wie stellen wir den denn ab? Feld 22. Ich versuche den mal längst reinzustellen hier. Ich hoffe, der kommt klar und ich muss da kein großes Vorgewende noch irgendwie machen. Wäre natürlich praktischer, aber bei kleinen Fehlern oder sowas bin ich ja zur Stelle. Helfer rein. Er macht das direkt. Okay, das ist ja komplett Mist. Helfer raus. Das kann es ja nicht sein hier. Wir drehen den Prügel mal. So, nochmal. Helfer rein. Er setzt runter das Teil. Gibt Gas. Das macht das Ganze gerade nicht viel besser, oder? Egal, wird reichen. Ich lasse das jetzt hier durchziehen. Alter Falle, er macht hier wirklich nur so eine schmale Spur, ne? Ich bin mal gespannt. Werde das gleich mal im Blick behalten. Ja, also das ist ja wirklich ein Dulli-Job vom Herrn, ne? Zwei Bahnen hier, drei Bahnen. Lecko, fand ich schnell weg hier, da wirst du ja kirre bei. Er ist schon mal richtig nice zugange. Er macht hier einen richtig guten Job. Hervorragend. Alter, guck dir mal ihn an, was er hier macht. Er hat das einfach komplett im Griff. Nice, Alten. So soll das. Zack, runter damit. Schön eintunken. Jawohl. Und dann zieht er schön die drei Bahnen durch. Sauber. So, weiter. Oha. Auch er gibt schon mal ordentlich Gas. Tipptopp. Also das läuft hier auch. Läuft auch. Ein Traum. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um weitere Aufträge, dass wir hier noch mehr Aufträge abschließen können. Und ja, erstmal gucken, welche wirklich interessant sind zum Annehmen. Na, ich hatte ja noch gesehen, ich habe ja Feld 60, habe ich ja noch. Feld 60 muss ich nochmal eben düngen. Also schnell in den eigenen kleinen Traktor, ab auf den Dünger hier, zack, ankoppeln. Wir hatten ja noch genug Dünger drin. Und das heißt, ich bretter mal eben schnell selbst auf Feld 60 und ziehe das mal kurz durch mit dem Düngen. So, Feld 60. Stopp, der muss mal eben anhalten hier. Bevor ich jetzt hier... Ey. Ich muss nämlich hier erstmal noch korrigieren, ausklappen. Der hat nämlich hier 30 Meter, habe ich ja hier. Und ich sollte auch mal eben das GPS aktivieren. So, 30 Meter an. Zack, Wegpunkt setzen. Jawohl. Alt, Ende. Alter, mittlerweile, ne? Alt, rauf, runter. Mittlerweile lübt das hier aber auch schon. Wird ja auch Zeit, oder? So, zack. Und ich bin drin. Aktivieren und gib ihm. Zack. Ich fahr's, glaube ich, nur zweimal hin und her. Ja, das sieht echt so aus. Einmal hin, einmal her. Bestens, ey. So moog wie dat. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, bisher läuft's. So ein bisschen was muss ich natürlich immer noch selber machen. So halbwegs. Aber ich meine auch das ganze Managen und sowas und den Blick behalten ist ja auch tatsächlich tricky, ne? Welches Feld, wie weit ist es? Dann zum Ende hin wahrscheinlich noch ein bisschen Feinschliff. Bisschen Korrektur.
So, und wenden. So, hier rüber, aktivieren. Und aktivieren. Puh. Perfekt. Perfekt. Genau reingeballert, ey. Nice. So, Bock wieder hat. Ohne Scheiße, ne? Düngen. Düngen beste. Jetzt aber gleich rechtzeitig wieder aufhören mit dem Düngen. Auch wenn es dich triggert, ich werde das hier nicht komplett hundertprozentig fertig machen. Das kostet alles mein Geld. Wenn es der eigene Acker wäre, na klar, ziehe ich das durch bis zum Ende. Und? Ich höre jetzt auf. Ach, come on. Hey, komm. Abgeschlossen. So, noch zweimal hin, noch zweimal abgeschüttelt und dann fertig das Feld. Also einpacken, das war der einzige Düngeauftrag. Schnell zurück damit. Und ja, ich glaube, ich kann noch mal was grubbern oder so. Ich muss mal eben gucken. Ja, hier neben mir, das war das Karottenfeld die ganze Zeit. Das Karottenfeld muss tatsächlich auch noch gepflügt werden. Da muss ich gleich selber ein bisschen drauf aufpassen. So. Zack, wir gucken mal eben nach den anderen Kollegen. Na, das sieht doch mittlerweile ganz vernünftig aus. Ja, bei ihm auch. Also, die pflügen hier tatsächlich ganz ordentlich. Das ist gar nicht verkehrt. Ja, das war klar, dass das passiert. Mache ich mir aber gar keinen Kopf drum. Alles schön, da ziehe ich gleich mit dem Riesengerät am Ende einfach mal selber lang. Zwei Bahnen oder was. Da mache ich einfach den Feinschliff. Habe aber dafür dann für den Anfang irgendwie gar kein großes Geraffel damit, kein Theater. Und gut ist. Er macht das hier hervorragend. Hätte ich fast gar nicht gedacht, Alter. Das läuft ja hier richtig, richtig gut. Statt längst, klar, wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen, weil er ständig wenden muss. Aber dafür läuft das hier hervorragend. Tipptopp. So, wir gucken nochmal rein in die Aufträge. Hier läuft jetzt läuft hier einiges. Also wirklich schon einiges. Das kleine Dingen, jetzt habe ich gerade die ganzen Grubber noch angenommen. Das ist das große 32er. Das ist auch noch ein großes. Ein kleines Grubberfeld wäre nicht schlecht, weil dann könnte ich das mal eben machen. Guck mal hier. Feld 2. Ist zwar natürlich viel Gurkerei, aber dann muss ich da nicht mit dem Großen hinfahren. Dann fahre ich da einfach mal eben selber hin. Feld Nummer 2, fahr da mal eben drüber. 500 noch was, dann ist das erledigt. Also, runter hier. Genau, ab auf den nächsten. Wir holen mal eben unseren eigenen Grubber. Machen das schnell fertig. Nächstes Teil ist bei 40%. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und ohne Flachs, so macht das Ganze Bock. So, Vollgas. So, und jetzt muss ich hier tatsächlich nochmal selber grubbern, Alter. Ohne Navi, ohne alles. Ich ziehe das jetzt hier einfach random durch. So, schön einmal im Kreis fahren. Zack, zack, zack. Easy. Oder weißt du, na doch, ne. Ich wollte gerade sagen, ich ziehe hinten einfach mal eine gerade Kante durch. Weißt du was, ich mache das auch. Weil eigentlich, hatte ich ja letztens schon mal gesagt, finde ich es ja immer nice, wenn man den Bereich, der immer so ein bisschen asymmetrisch ist, wenn man den einfach abkapselt sozusagen. Ne? Ich mache jetzt aber tatsächlich doch noch mal kurz an. So, setzen, okay. So, genau das. Und jetzt ziehen wir den hier nämlich mal eben kurz durch, damit ich hier eine schön gerade Kante habe. Das heißt, ich habe jetzt hier gleich einen schön quadratischen Bereich. Zack, 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 zack. Hier unten der Bereich, dieser Tropfen jetzt hier, den kann ich dann extra machen. Aber jetzt ist das quasi hier für diesen Bereich einmal schön sauber abgetrennt und gut ist. Und so moke wie dat. So, warte mal. Bleib mal eben hier noch am Rand. So einigermaßen gerade durchziehen. Und letzten Endes, Alter, eigentlich ist es auch komplett wurscht, ne? Eigentlich ist es auch komplett wurscht. So. Denn letzten Endes bleibt ja eh wahrscheinlich noch was übrig und so, gerade in den Aufträgen. Gar nicht so viel Geraffel machen, einfach eben durchziehen und gut ist. Komm, zieh durch jetzt hier.
Oha, was ich aber doch merke, ist die heftige Steigung hier. Hammer, hammer hart. Okay, das merke ich aber schon. Uiuiuiuiui. Da muss ich ja wirklich aufpassen. Ja. Also das ist ja anders wild. Da vielleicht dann doch lieber bergab hier lang ziehen. Das ist ja anders wild. Ich brauche mehr PS, ey. Ist das der Hammer? Ich brauche einfach mehr PS. Wenn so eine Steigung hier beim Grubbern schon meinen Traktor in die Knie zwingt. Uncool. Einfach uncool, die kleine Karre. Aber für den Anfang ist es auch okay. Oh, Feld 78 ist fertig und ich bin hier noch nicht so ganz fertig. Komm, Alten, mach fertig, mach fertig. Ich muss hier die Leute versorgen. So, mal eben kurz anhalten und gucken. Er ist noch zugange. Er hier war das. Okay, dann kann er jetzt nämlich hier zu dem Feld, was direkt an der Base war. An der Base, Alten. Am Hof war. Ich fahre mal eben zum Hof, denn da gibt es noch das Karottenfeld, das ehemalige. Und das muss ja auch noch gemacht werden. So, da ist das Karottenfeld. Ich muss mal eben gucken. Im Idealfall, kommt der da klar oder was? Wird er hier klarkommen? Wir probieren mal, ob der hier klarkommt. Hier an der Kante. Schön vorsichtig. Warte mal, ich kann mal drehen. So, kommt er nur klar oder kommt er nicht klar? Kommt er klar? Sollte man übrigens in den Niederlanden nicht fragen. Fremde Person. So. Ne, das ist das vordere Teil. Hatte ich gerade schon. Jetzt runter damit. Ja, Helfer rein. Und ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ja. Ja. Ja, perfekt. Lassen wir weitermachen. Ich bin gespannt, ob das mit den Gewächshäusern hinten passt. Aber das sieht auch gut aus. Der wird ja schon machen hier, der Helfer. Und er hier erst, ne? Krass. Krass, krass, krass. Alter, die Maschine ist ja der Hammer. T9 480. Bestimmt ein Großtraktor. Bestimmt hier am Ende. Ne, nicht ganz. Oder gibt es da noch viel schlimmere Sachen? Hier, T9. Das ist der doch, oder? 469 PS, 340, das ist ja ein Schnäppchen, oder? 525, 600 PS. 650, 700 fast. 454.000. Ja gut. Demnächst. Okay, läuft auch hier bei ihm. Also da bin ich super zufrieden. Das hier war perfekt. Den einfach quer einzusetzen, tipptopp. Ich bin gespannt, was gleich die Kurve hier macht. Aber das sieht sehr gut aus. So, wir machen jetzt hier schnell weiter, damit ich das fertig habe mit dem Feld 2. Und, nee, nix falsch das. Und hier klarkommen. So viel zum Thema. Damit ich hier mal fertig werde endlich mit dem Feld 2. Denn ich will ja gleich noch gucken, wie das ist mit den komischen Mähern und den Rüben. Ob ich nochmal hier vielleicht Feld 10 auf so einem Rübenfeld gehe. Das wäre der absolute Hammer. Wenn das ratzfatz läuft, ey, dann fliegt aber das Cash hier rein. So, Feld 2 ist abgeschlossen. Hoppala. Ach, perfekt. Jetzt schnell wieder zurück. Und dann gucken wir uns mal eben die Aufträge an. Na, das sieht doch ganz vernünftig aus hier. So kleine Patzer dabei, das ist aber voll okay. Ja, das passt. Der macht das schon wieder richtig gut hier. Also, rein hier.
Die Grubber-Sachen, da kommen gleich die großen Grubber drauf. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und wir gucken jetzt hier, guck mal, Düngen alle schon abgeschlossen, Pflügen und so weiter auch. Wir gucken mal als erstes jetzt hier rein. Ich akzeptiere jetzt diesen Auftrag, schnapp mir das Gerät, fahre jetzt da oben hin und werde testen, ob dieser Mähdrescher, dieser Riesenmähdrescher hier die Karotten rausballert. Also Gerät ausleihen für 1800. Sonst habe ich halt 1800 in Sand gesetzt. Fällt mir gerade auf. Könnte ich natürlich auch kleiner ausleihen, ne? Für 200 noch was. Aber dann gucke ich irgendwo hin und die ganze Gurkerei und so, irgendwann ist dann auch nervig. Egal. Ausgeliehen, machen, testen. Wo sind wir? Da sind wir. Yeah, der Klaas Lexion 8900. Bäm, bäm. Wieder rein da. Und ab hoch zum Feld 10. Und oh boy, wenn das klappt, ne? Ich glaube, dann sind das mehr als nur 8 Reihen, die damit dann geerntet werden. Wusch. Ich glaube, dann erntet er einfach mal so richtig großflächig hier ab. Alter. Was ein Schneidwerk, Alter. Hammer. So, Abfahrt. Nicht lang schnacken, wir haben keine Zeit für sowas. So, jetzt muss ich ja gar nicht irgendwie lang irgendwie mich groß in Position bringen oder so. Ich will das ja erstmal nur testen. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier hin. Warte mal, wir fahren mal eben kurz hin und zählen die Reihen. Ja, das passt doch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oder 19 Reihen. Erntet der jetzt hier Möhren oder nicht? Was eine Gurkerei, Alter. Also ausklappen. Auch sehr geil, ne? Einfach in Gänze. Alter, jetzt kommen hier gleich die Möhren raus. Warte mal ab. Was ein Monsterteil wieder, ey. Was ein Monsterteil, ey. Du kannst es dir aber auch nicht ausdenken. Diese Dinger, ne? Einfach zu krass. So, let's fetz. Gar nichts passiert. Alles umsonst. Alles umsonst. Weißt du, so ein Ding ist das. Also, falsche Information, falscher Alarm. Aus dem Livestream-Chat. Ja, geht vielleicht, wenn man komplett kaputt add-on ist. Dann kann man das wahrscheinlich machen. Aber wenn man halt so einigermaßen normal spielt, ohne 75 verschiedene Add-ons und Mods, dann geht das nicht. So, was machen wir jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lasse ich das irgendwie. Vielleicht kommen noch Aufträge rein, wo ich das verwenden kann. So, Feld 656 müsste das sein. 90% abgeschlossen. Das sind die Geräte, die hier rumstehen. Das ist auch richtig schön dabei. Das läuft auch. Er hat hier gerade irgendwie Pause gemacht. Den habe ich jetzt gerade nochmal wieder losgeschickt. Perfekt. Und er wird ja jetzt vielleicht noch ein, zwei Bahnen machen. Also ohne Flachs. Also hiervon bin ich ja mega begeistert. Das hat ja super geklappt hier. Und jetzt gucken wir nochmal in weitere Aufträge rein. So, das heißt, wir haben hier jetzt den letzten Rest. Ich habe gerade mal den Helfer rausgekickt. Denn der hat ja hier, ja, und alles fertig gemacht. Jawollo, 56%. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Wir müssen weiter grubbern. Also, das Feld ist erledigt. Wo war denn noch der Grubberauftrag?
Pflügen, grubbern. Da, 52. Und 32 ist auch gleich fertig. Grubbern auf der 39 und 52 noch grubbern. Ich gucke mir mal eben die 52 an. Oh, das ist ja gar keine Frage, Alter. Das Feld 52 ist ja quasi direkt hier um die Ecke. Das heißt, direkt wieder reingehen. Halt. So. Korrektur so ein bisschen. Gerade ausrichten. Passt das? Ja, es wird auf jeden Fall so besser passen als in die andere Richtung. Von daher Helfer rein. Wenn er jetzt da was stehen lässt, lässt er halt was stehen. Aber das passt. Nächstes Dingen. Er ist fertig. Das heißt, Helfer raus. Das Dingen ist abgeschlossen. Und das bedeutet, wir fahren jetzt von hier aus. Ist das hoch? Ja, es ist hoch. Wir fahren jetzt von hier aus weiter. Halt. Zu viele Maschinen. Pflügen, sind die dran? Grubbern. Was war das jetzt? 39, 52 läuft. 55, 39, glaube ich. Genau. Ich glaube, 39 müsste ein größeres sein. Und oh boy, ne? Feld 39 ist es tatsächlich nochmal was Großes. Mal eben gucken, dass wir das hier so einigermaßen hinkriegen. Dass wir das aber auch wirklich gleich nochmal einen Helfer machen lassen können. So, ich glaube, jetzt könnte es passen. Klappt das, Alden? Ja, er lässt da so einen schmalen Streifen übrig, ist mir jetzt wurscht. Das passt bei der Größe des Feldes. Ja, das ist nochmal richtig Fläche, aber dafür ist eben auch dieses breite Gerät genau richtig. Wenn ich mir überlege, das Originalgerät wäre halt vielleicht die Hälfte davon. Vielleicht. Ich hoffe, dass das hinten gleich passt mit dem Zug. Aber das sieht jetzt erstmal gut aus. So. Das sieht okay aus. Das wird sich ja jetzt hier verbessern. Sehr gut, weil das Schild nicht mehr im Weg ist. Das LS25 Pre-Order Now Schild. Sehr geil, dass es mit drin ist. Tipp, tipp, top. Rein in die Pre-Order. Ja, LS25 wird schon spannend, ne? 12. November. Up geht it. So, das haben wir. Der ist auch bald fertig. Wo ist denn er hier? Genau, mit dem... Auch bald fertig. Oh, da haben wir gleich sämtliche... Hoppala. Sämtliche Pflügeaufträge auch gleich durch. Genau, genau, genau. Ja, und das mit der Ernte. Ich habe gerade nochmal alles durchgeguckt. Das sind alles irgendwelche Wurzelgemüse. Leider nicht. Leider nicht. Und am letzten Video stand schon, es gibt dafür einen extra Mod, dass man dann eben bei den Aufträgen auch die passenden Geräte dafür bekommt. Ja, habe ich schon überlegt. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich schließe jetzt quasi erstmal die Normalaufträge alle ab. Und wenn das alles durch ist, gucke ich natürlich noch, wie das aussieht hier. In diesem Monat. Helfer B erfolgreich beendet. Okay, wir fahren mal weiter. Wie das aussieht in diesem Monat. Mach mal hier ein Vorgewende an der Schräge. Und wenn das in dem Monat, wenn es dann noch mehr Sachen gibt. Also ich versuche in dem Monat jetzt so viel durchzuballern, wie es geht. Ne? Den ganzen August jetzt gerade ausnutzen. So viele Aufträge, wie es irgendwie nur möglich ist. Damit da jetzt einfach nochmal ordentlich Cash reinkommt. Und dann gucken. Und einfach hoffen, dass dann vielleicht im nächsten Monat mal ein guter Traktor irgendwie da im Angebot ist. Oder zur Not muss ich einfach kaufen. Ne? Kannst du machen, nix, dann ist das halt so. Feld 49 abgeschlossen. Wo ist die 49? Das ist hier bei den Gewächshäusern. Ja, sauber, der letzte Fitzel. Ey, raus hier. Der wollte schon weitermachen. Sauber. So, wie sieht es aus mit dem Pflügen? Pflügen, fast erledigt. Grubbern, grubbern, grubbern. Die Grubberaufträge. Es fehlt, ja, 55 gleich fehlt nur noch. Dann ist das auch durch. Das heißt, wir können
Ja, das Pflügen ist durch. Tipptopp. Sehr, sehr, sehr nice. Genau, gleich gehen beide Gruber auf Feld 55 und dann ist das durch. Lohndienst 22, abgeschlossen. Da ist die 22, Helfer raus. Dankeschön für deinen Einsatz. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. So, der bleibt jetzt hier, das haben wir erledigt. Der bleibt auch einfach hier, der wird gleich mit abgegeben. Der zieht jetzt hier noch schön seine Bahn durch. Und er ist ja auch nicht mehr weit davon entfernt, gleich fertig zu sein. Und danach, wie gesagt, gehen beide großen Grubber auf das nächste Feld. So, das ist doch hier auch bestimmt gleich fertig. Der letzte Streifen, so viel kann das doch gar nicht mehr sein. Ich fahre das hier mal eben selbst. Den einen Helfer spare ich mir dann natürlich direkt aus hier. So, machen wir eine schöne Kurve und dann Vollgas rein hier auf den letzten Streifen. Und dann haben wir das doch auch hier erledigt. So, schön einmal rüber. Das ist die 52, 98% erledigt. Abgeschlossen. Perfekt. Damit geht er schon mal auf das letzte Feld übrig rüber, auf Feld 55. Und oh boy, ich sehe es gerade. Weißt du, das sind die Felder, die ich gerade noch gemacht habe im Livestream. Hier haben wir gerade eben noch die, waren es Kartoffeln? Ja, die Kartoffeln geerntet. Und weißt du was, ich ziehe das hier einfach mal eben durch. Das Ding hier mit diesen komischen Appenecken, das ist ja grausam, ne? Das ist ja grausam. Das ziehe ich einfach mal eben selber durch. Und ich glaube in der Zwischenzeit, genau, Feld 39 hat jetzt 40% mit dem ganz großen Grubber. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich beide gleichzeitig fertig. Einfach so schräg durchziehen. Ohne Flachs, Alter. Wenn ich mir gerade angucke, ne? Dieses Feld hätten die Helfer, glaube ich, gar nicht richtig gut hingekriegt. Das hat mit den großen Kartoffelerntern heute im Livestream auch so einigermaßen nur geklappt. Zwei Stück waren hier sogar drauf. Es war okay, es ging. Ich habe die ganze Zeit die Kartoffeln weggefahren. Und die Helfer haben hier schön rausgegrubbert, rausgezogen, die Kartoffeln. Aber ideal ist halt anders, ne? Mann, Mann, Mann. Aber es hat geklappt. Und es war doch eine ganz spaßige Nummer. Wenn du Bock hast auf einen Livestream, jeden Tag ab 19 Uhr live auf Twitch. Einfach mal reinschauen. Nicht jeden Tag mit dem LS, aber jeden zweiten Tag mit dem LS. So, auch hier jetzt wahrscheinlich gleich die letzten Meter, genau. 55, ja, ist abgeschlossen. Das war's, ne? Ich bin hier auf 55. Bin ich auf 55? Ich komme schon ganz durcheinander. Alter Falter. 55 ist abgeschlossen. So, wo ist jetzt der andere hier noch unterwegs? Da ist er noch. Feld 39. Feld 39. Da ist er. Schmeißen wir den Helfer auch raus. Die letzten paar... Hoppala, hat er direkt hochgezogen. Die letzten paar Meter ziehe ich auch noch durch. Und dann haben wir hier komplett alle Aufträge. Ja, die Maschine ist natürlich krass, ne? Also mit so einer Maschinka hier. Boah. Doppelbereifung am besten noch. Und dann gib ihm 600 PS, einfach durchziehen. Die ist schon böse. Die ist schon böse. Alter, hat er hier einfach einen doppelten... Was ist denn das, ey? Und dann geht er auch noch nach vorne. Der Auspuff. Soll das so? Warum wird das denn gemacht, ey? Oder zieht der eigentlich eher? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum geht denn der nach vorne, ey? Wildes Gerät. Wildes Gerät. Ja, damit sollten jetzt auch hier gleich die letzten 10% oder noch weniger, ne? 5-6% oder sowas hier gleich erledigt sein. Dann haben wir es. Noch nicht mal mehr abgeschlossen. Das war's. Das war's. Ist das der Hammer, Alter. Ist das der Hammer. So, wir gucken mal eben rein.
alle Aufträge. Yes. Alles abgeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aufträge. Pflügen, düngen, grubbern. Alles dabei. Nur die Ernteaufträge nicht mehr, denn das sind die mit den ganzen Rüben, mit den ganzen Wurzelgemüsen. Also, abschließen. Was sagen die Kohlen? 322.000. Und 348.000. Ui! Das ist schon mal nicht so schlecht. Plus theoretisch fast 2.000 mehr. Wir hätten ja fast die 350 gehabt. Ja, wir hätten sogar mehr als die 350 gehabt. Aber das muss halt getestet werden. Ist halt ein bisschen schade. 1.800 verschwendet. Ja. Andererseits hätte es funktioniert, hätte ich auch die Kohlen mitgenommen, die ja eigentlich auch nicht so ganz legal dann erworben worden wären. Naja, mit einem komischen Rapsernter dann hier die Möhren rausziehen, wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen. Also, zack, mal eben kurz wieder rein hier zum Hof. Ja, sieht doch gut aus. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Jetzt gucke ich gerade noch mal eben rein. Das sind die Aufträge. Es gibt ein paar Ernte. Es gibt nur noch Ernteaufträge. Damit ist das Ziel geschafft und erreicht. Das Ziel war im August über 300.000. Das heißt, naja, nächsten Monat 50.000 obendrauf, ist doch durchaus drin. Wir gehen aber erstmal in den nächsten Monat. So. Und damit haben wir noch wieder ein bisschen Cash gemacht. 351.000. Und hier kommen gerade noch... Oh ja. Oh ja. Hier kommen gerade noch mehr vom Honig kommt hier rein. Das kann ich demnächst mal wieder aufladen. Wir gucken mal direkt rein. Ballenpressaufträge. Düngeaufträge. Weiter... Immer noch die Ernteaufträge und ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Unkrautbekämpfung. Nö. Aber ich werde nochmal weiter gucken. Kann ich die eigentlich hier rausnehmen? Auftrag entfernen? Nö, der nimmt einfach eine ganze Reihe von verschiedenen Dingern raus. Das wollen wir nicht. Also, wir gucken, was ist alles drin, was ist alles machbar. Jede Menge Ballenpressen. Es wird mal wieder Zeit fürs Ballenpressen. Aber eben auch fürs Düngen. Und vielleicht machen wir das irgendwie alles zusammen oder so. Mal gucken. Genau, die ganzen Ernteaufträge. Nochmal pflügen. Feld Nummer 10. Nochmal pflügen. Das wäre nice, wenn da vielleicht im Laufe des Monats noch mehr reinkommt. Ich heb das mal auf. Vielleicht kommen noch mehr Pflügeaufträge rein, aber so erstmal nicht. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Erster Blick nochmal ins Angebotefach. Okay, hier gehen gerade quasi die Angebote raus, die zuletzt reingekommen sind. Das heißt, um Mittag an diesem Tag in dem Monat, also halben Monat weiter, kommen wahrscheinlich die neuen Angebote rein. Bis dahin haben wir also noch ein bisschen Zeit. Aber wir kommen gerade richtig gut vorwärts. Ja, ich muss gleich hier noch den gesamten Honig hier aufladen. Und so Sachen. Beziehungsweise das machen wir alles auch im nächsten Teil. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch den nächsten Teil nicht verpasst. Bis dahin.